Thomas Karsten setzt neue Akzente in der Aktfotografie. Seine Frauenbilder stehen im klaren Gegensatz zur Billigästhetik der Herrenmagazine. Haben Sie etwas gegen Fotos von nackten Frauen? Wenn ja, dann sollten Sie jetzt unbedingt hinschauen. Die Aktfotografie von Thomas Karsten könnte Ihre Meinung ändern. Zumindest hat er bereits erreicht, dass sein Fotobuch publiziert wurde. Und zwar von einem Verlag, der sich auf Frauenthemen spezialisiert hat. Was ist so außergewöhnlich an den Aktfotos von Thomas Karsten? Stefan Kaiser hat die Antwort in Leipzig gefunden. Das Plakat einer Karsten-Ausstellung. Bei Sammlern begehrt und daher oft geklaut. Aufsehen erregt auch seine Ausstellung in Leipzig, denn Thomas Karsten setzt in der Fotoszene einen neuen Akzent mit einem außergewöhnlich sensiblen Blick für Frauen. Sehr gut. Wir treffen Karsten bei Porträtaufnahmen in jener Leipziger Kunsthochschule, die ihm zu DDR-Zeiten den Zutritt verweigerte, aus politischen Gründen. Nee, bleib unten, bleib unten. 1982 verließ Karsten die DDR. Heute verdient er seinen Lebensunterhalt als Porträtfotograf in München. Doch seine eigentliche Liebe gilt der Aktfotografie. Karstens Bilder zeigen die Frauen unbefangen und selbstbewusst. Ihre Nacktheit wirkt ganz natürlich oder wird von den Modellen spielerisch inszeniert. Ja, Akt war für mich immer die Konsequenz vom Porträt. Ja, für mich ist, also früher habe ich immer die Bilder Aktporträts genannt, was ich immer noch denke, was sie sind. Es ist einfach ein Porträt, was auf dem ganzen Körper ausgedehnt ist. Ohne, es ist eigentlich diese Umkehrung von Kleider machen Leute. Ja, dass wenn die Kleider weglässt, sind es die Leute pur. Die Intimität der Bilder bedingt großes Vertrauen in den Fotografen. Deshalb arbeitet Karsten oft zu Hause bei den Modellen. Mit einem improvisierten Atelier wie hier in der Leipziger Galerie. Karsten gibt wenig Regieanweisungen. Er lässt Freiraum und versucht nicht, wie andere Fotografen, die eigene Bildsprache durchzusetzen. Er sieht sich eher als ein Dokumentarist der Ideen seiner Modelle. Ich habe nie eine feste Vorstellung von einem Bild, was entstehen soll bei einer Fotosession. Ich warte immer auf die Stimmung, die die Frau mitbringt, wozu sie mich inspiriert, welches Spiel sie an dem Tag spielen will. Also ich zwinge überhaupt niemand zu irgendeiner Pose. Auch die ganz expressiven Posen kommen immer von den Frauen. Oder gerade die. Ich würde mich nie trauen, solche Posen zu verlangen von einer Frau. Viele Frauen gehen mit Karsten eine jahrelange Fotobeziehung ein. Das Besondere an seiner Aufnahmeart erklärt dieses ehemalige Fotomodell. Ich glaube, er lässt die Frauen, wie sie sind. Er betrachtet sie als Personen. Nicht als Objekte oder Lustobjekte oder Objekte der Neugierde, sondern sie können bleiben, was sie sein wollen, sich ihm auch gegenüberstellen, wie sie sein wollen. Es muss nicht unbedingt identisch mit der Person sein, ein bisschen Selbstdarstellung ist dabei. Aber sie haben das voll in der Hand. Also er benutzt sie nicht, er manipuliert sie nicht, sondern sie können bestimmen, wie sie gesehen sein wollen. Seit gestern sind Karstens Bilder auch in der Schweiz ausgestellt. Hier die Vorbereitung zu einer Ausstellung an einem ungewöhnlichen Ort, der Galerie Luna, untergebracht in einem Basler Möbelgeschäft. Das ist mit Sicherheit nicht Karstens bevorzugte Umgebung, doch die Galeristin stellt persönliche Beweggründe vor kommerzielle Überlegungen. Ich stelle Thomas Karsten in meine Galerie aus, weil mir kein eigenes erotisches Selbstbild in mir Frau. Es existiert nur die Sichtweise von den Männern.
Und Thomas Karsten ist einer der Ersten, der der Frau Gelegenheit gibt, sich wirklich so zu zeigen, wie es ihnen wohl ist. Ob der spezielle Blick von Thomas Karsten den Geschmack der Frauen wirklich trifft, entscheiden nun die Besucherinnen der Ausstellung. Sicher ist aber eines, auch in Basel werden in nächster Zeit Plakate geklaut. Von Thomas Karsten ist in Basel zurzeit noch eine zweite Ausstellung zu sehen, Fotografien von Transsexuellen in der Galerie XS.